Ja, Dittweiler! Ja, okay! Das Ding gleich hinten noch. Schnell! Ja! Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Criss Cross. Und ja, 2016 ist vorbei, es war ein richtig geiles Jahr. Hab meine Freundin kennengelernt, hab viel erlebt, viele Auftritte, Los Angeles, alles mögliche und jo, war ein richtig geiles Jahr. Und es sind auch noch ein paar richtig coole Sachen passiert 2016, wie zum Beispiel habe ich bei einem Musikvideo mitgemacht von Vincent Lee und das bei Vincent Lee. Ich habe bei einem Musikvideo von Vincent Lee mitgemacht, das war richtig cool. Und der hat mich einfach gefragt, ob ich mich vor der Kamera zusaufen will. Und ja, ich habe gesagt, warum nicht? So hat es ausgeschaut. So einen Gürtel krieg und dann so die Kamera aufgeschnallt war und die hat mir die ganze Zeit gefilmt und jo, war eine coole Erfahrung, waren richtig coole Leute auch dabei und vor allem Vincent Lee mal kennenzulernen, weil der ist eigentlich aus Köln und arbeitet mit Julian Bam zusammen, war ziemlich nice. Dann danach habe ich noch den Sportler des Jahres bekommen von meiner Gemeinde, wo ich her bin, vor allem weil ich war voll lange nicht mehr in meiner Heimatgemeinde in Kärnten unten. Und das war ein bisschen emotional für mich, muss ich ehrlich sagen. Der nächste Sportler des Jahres 2016, Kategorie Sommer, das ist Criss Cross, Christopher Roschitz. Und ja, war schön, dass die so ein bisschen an mich denken. Falls das wer anschaut, nochmal Dankeschön dafür. War ein schöner Abend. Und zwar, ich habe euch vor circa 2 Videos habe ich euch gebeten, dass ihr für mich votet für den Wiener Hip-Hop-Ball 2016. Wiener Hip-Hop-Ball 2017. Ja, ich bin weitergekommen, bin jetzt unter den Top 4 dabei. Und vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr dafür gewotet habt. Richtig geil, dass ich jetzt dabei sein kann. Und ja, Ende Jänner ist es schon soweit. Ja, 2016 ist vorbei. Und es war ein richtig geiles Jahr, habe ich schon gesagt. Wer so das Video mal sehen will, was so 2016 Best Of so war, hier ist der Link beim i oder ganz oben in der Videobeschreibung ist der Link. Schaut euch das Video an, war ein richtig geiles Jahr und ich finde das Video ist auch ganz cool geworden. So, 2017 hat jetzt angefangen und ich habe jetzt neue Ziele für den Kanal, für den YouTube-Kanal und ich finde, es hat sich vieles getan auf meinem Kanal, weil wenn man jetzt so den Unterschied sieht zwischen meinem ersten Video, was ich im März gemacht habe und jetzt dann im Dezember, der Unterschied, das ist voll krass, also schaut euch das mal an. So, es ist gerade 7 Uhr in der Früh und ja, ich mache mich gerade fertig für einen Job und zwar unterrichte ich heute an der Burg Salzburg in Oberndorf und ja, ich weiß nicht genau, was die so haben wollen, aber das sehen wir dann vor Ort. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao! Jo, ein anderes Thema noch. Ich war jetzt ein Maskottchen vom KAC Eishockey-Team. Ja, und ich will euch ja nichts vorenthalten, was bei mir so passiert, also. Ich finde, da habe mich schon ein bisschen gebessert und mein Ziel, dass ich einfach besser vor Kamera reden kann und dass ich einfach authentischer wäre und persönlicher wäre. Ja, bin schon einen Schritt näher gekommen, glaube ich. Und das will ich ja 2017 noch verbessern. Ich würde gerne ein bisschen noch von mir erzählen, so was ich zum Beispiel denke oder was mich gerade so interessiert und auch mit euch darüber diskutieren. Hä? Was? Schatzi? Was? Ich habe meine Frage übergekommen. Pass auf, du hast trocknen lassen. Meine Güte, Frauen. So eine. Du musst herkommen. Ja, nicht weiter! Ja, okay! Das Ding gleich schnell! Ja! Was ich auch noch will, ist, dass ich eine richtige Community aufbaue. Was Abos angeht und so, ist mir eigentlich scheißegal, wie viel ich habe. Mir wäre es viel wichtiger, dass ich einfach mit euch diskutieren kann und meine Kommentare mit euch mitschreiben kann. Und ja, und dass euch dafür interessiert, was hier. Das sieht's bei mir auf meinem Kanal. Okay.
der Schule bin ich. Was machst du denn da? Komm nicht ein. Dann komm her. Nein. Nein. Weil was bringt mir, wenn ich jetzt 100.000 Abonnenten habe und vielleicht 5 Leute schreiben mit mir in die Kommentare? Das will ich eigentlich nicht. Mir wäre es mir viel lieber, wenn ich eine kleine Community habe und die sind einfach voll aktiv dabei und schreiben mit mir und diskutieren über Sachen und interessieren sich auch für das, was ich mich halt auch interessiere. Also das ist auch mein Ziel 2017. Und zwar die nächste Sache wäre, dass ich einen eigenen Merch bekomme. Das heißt, dass ich eigene T-Shirts, eigene Caps, eigene Brille oder keine Ahnung was, wo einfach mein Logo drauf ist und vielleicht ein cooler Spruch oder so. Und falls ihr eins haben wollt, dann würde ich auch so Verlosung machen oder ihr könnt es auch vielleicht bei mir direkt kaufen oder so, das weiß ich noch nicht. Aber ja, schauen wir mal, was daraus wird. Das ist auch so ein Ziel, was ich noch auf dem Kanal habe. Ja, wie findet ihr so meine Ziele oder meine Vorhaben für den YouTube-Kanal? Findet ihr es cool oder findet ihr es scheiße? Sagt mir einfach Bescheid, schreibt es einfach in die Kommentare, diskutiert mal drüber oder was habt ihr noch für Ideen? Würde mich voll freuen, wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greift oder ein bisschen so sagt, was ihr gern hättet. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ich würde gerne einen fixen Upload-Termin für meine Videos machen. Das heißt, auf welchen Tag und welche Zeit soll jetzt die Videos rauskommen wöchentlich? Zum Beispiel am Mittwoch um 17.30 Uhr, dass du jedes Mal, du wisst einfach Bescheid, kommt ein neues Video von mir auf meinen Kanal und ja, könnt ihr euch schon ready machen zum Anschauen oder könnt ihr euch schon freien drauf. Ihr könnt es gerne bei einer Umfrage mitmachen, einfach bei den i oben draufklicken und bei einer Umfrage einfach draufklicken, was euch lieber wäre, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Was ist? Brauchst du meinen Schlüssel? Weiß ich nicht. Achso, hast du. Sag mal hallo. Hobby Daddy! Ja! So, das war's mit meinem Gelaber. Ich glaube, ich habe einiges angesprochen und so ein bisschen erzählt auch von mir. Im nächsten Video reden wir dann weiter über 2017. Also, ich habe noch andere Pläne und Ziele, die würde ich euch gerne erzählen, aber dafür im nächsten Video. Sonst kommen wir ein 10-Minuten-Video und das wäre auch nicht so cool. Deswegen lieber ein bisschen unterteilen. Vergesst nicht in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr von den ganzen findet. Und macht auch bitte bei einer Umfrage mit, wann ihr den Upload-Termin haben wollt für meine Videos. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Euer Chris Cross. Ciao.